Mission complete. So, und wir sehen hier allein daran schon, wir haben ein neues Gesicht. Wir kämpfen gegen einen neuen Co. Move out. Und wir haben eine neue Kampagnen-Map-Music. Wenn ihr wollt, lasse ich euch hier mal ein bisschen reinhören. Ist nämlich auch eine schöne. So, und vor allem, wir kämpfen in der nächsten Mission nur noch gegen einen Co. Und nicht mehr gegen zwei, wie wir es die letzten beiden Missionen hatten. Das heißt, wir haben jetzt den Vorteil, wir können zwei benutzen und der Gegner nur noch einen. Haben wir jetzt ein bisschen gemischt durch. Wir können natürlich auch selber sagen, dass wir nur einen verwenden wollen, aber das macht relativ wenig Sinn. We completely trashed the Black Crystal on Barren Island, but the Black Army wasn't even faced. We've got to work our way up the food chain and take out their boss. According to the folks in intelligence, there's a large energy source somewhere in the Red Rock Desert. In that wasteland? Finding that thing is going to be some serious work. And that's why we're going on desert patrol. It's an important mission. If it's so important, how come there aren't more of us going? Headquarters has ordered us to join up with a force of yellow comet coast and troops, but we haven't heard a word so far. I hope Black Core hasn't ambushed them. Yellow comet coast? Adding their might to our own would be quite reassuring. Commander Rachel, we've spotted enemy forces on the coastline ahead. It appears that they're preparing to strike. They found us already. Listen up, people, get ready to see some action. Rock, let's roll those fools and straight into the ocean. Lady Candy, the allied forces have prepping for battle. The black boat repairs on the battleship are far from complete, they need time. Lady Candy? Inconsiderable ropes. It was planning to catch up on my reading during the prepass. Battling in this desolate square is absolute nonsense. Do you not agree? Yes, of course. If you must fight, I prefer an urban setting. This appealing place is just too rural. But orders are orders, I suppose. Get the black boats moving on those prepass. In the interim, I will make sure our guests are entertained to death. Those are weird-looking boats. What do you think they are? I've never seen anything like them. Another black hole invention, I guess. There's no point in guessing. Let's be sure to keep an eye on them as we move in. If our lander sinks in this battle, that's it. We lose. Their battleship is damaged, but we should still approach with caution. Starting today, we also gain an authority to use the delete command. The delete command lets us remove one of our own units from the field of battle. To do this, select options from the map menu and choose delete. Don't get carried away, though. Deleting one of our units is serious business. So, in dieser Mission möchte ich mal etwas ganz Besonderes machen. Ich benutze eine besondere Tech-Kombination aus Jake und Rachel. Nämlich kann ich jetzt hier mal so ganz kurz mal sagen. Moment, was konnte man das nochmal nachlesen? Ach ja, hier oben steht sogar. Hier oben ist eine Tech-Reihe. Das sieht man nämlich mit Jess und mit Rachel. Jess 1 Stern, Rachel 2 Sterne. Bedeutet, wenn Jake und Rachel zusammenspielen, ist da eine kleine Synergie in ihrer Koordination. Bedeutet, sie kriegen einfach mal ein paar passive Boni und eine stärkere Tech Power. Bei Rachel kann man dasselbe nachsehen. Sie hat eine besondere Synergie mit Nell und mit Jake. Wobei man mit Nell besonders gut, weil die sind ja auch Schwestern, was will man erwarten? Jeder hat da irgendwo solche Synergien. Ich kann es jetzt hier mal so andeuten. Colin taggt nämlich sehr gut mit Sascha. Nur mal als Beispiel. Ich könnte hier natürlich auch mit Colin und Sascha spielen. Allerdings macht für mich Jake und Rachel hier wesentlich mehr Sinn.
So. Da noch keiner von denen einen Rang hat, werde ich jetzt einfach mal starten. Let's do this, are you ready? Mission 10, Black Boats Ahoy! Come on, Rachel, let's team up and tag battle this bad boy. Alright, I know your style, so we should make a good team. The real war starts here, also let's pull together. Das ist ja auch immer diese Sache, wenn man zwei Kurse nimmt, die gut synergieren, dann sagen die am Anfang immer irgendwas Tolles. So, ich sollte vielleicht was über meinen Gegner sagen. Nämlich, Candy. Also, prinzipiell, was sie kann. Ihr seht schon, ihre Einheiten sind alle gebalanced. Allerdings, wenn sie von einer Stadt aus angreift, oder irgendeinem ähnlichen urbanen Terrain, also Stadt, Basis, Flughafen, Hafen, Silo, also Raketensilo, oder irgendwas, was irgendwie nicht ländlich ist, dann kriegt sie einen Feuerpower-Bonus von ganzen 40%. Ihre Gaben sind heftig. Also Urban Blight zum einen ist ihre Gabe. Alle gegnerischen Einheiten, die auf irgendwelchem urbanen Terrain stehen, kriegen 3 HP Schaden. Zusätzlich steigt ihr Feuerkraftbonus von allen Einheiten, die auf einer Stadt stehen, auf ganze 80% an. High Society ist nochmal so ein kleines Extra. Also, damit steigt nämlich die Feuerkraft von ihren Einheiten, die auf Basen stehen, auf ganze 130%. Also, richtig Aua. Zusätzlich kriegt sie für jede Stadt, die sie unter ihrer Kontrolle hat, also damit werden wirklich nur Städte gezählt und keine Basen oder anderes, kriegt sie nochmal 3% extra Feuerkraft. Das heißt, sie ist richtig, richtig böse, wenn sie auf urbanem Terrain kämpft. Und selber, das Problem an der Sache ist, wenn man versucht, sie vom urbanen Terrain fernzuhalten, indem man es blockiert, benutzt sie ihre Gabe und damit kriegst du schon mal schön den ganzen Damage ab, verlierst den Großteil deiner Deckung. Ja, es ist nicht unbedingt schön, gegen sie zu kämpfen, muss ich mal so dazu sagen. Ich mag es auch nicht, gegen sie zu kämpfen. Es ist immer wieder dieser Zwist. Zum einen kann ich sie nicht von dem Terrain fernhalten, was ich sollte. Und zum anderen, wenn sie auf diesem Terrain ist, dann ist sie ein absoluter Killer. Ich werde allerdings hoffen, dass ich mal hier eine Tech Power rauskriege. Allerdings hat sie ein cooles Co-Team, muss ich mal sehen. Pay attention! Black Boats can repair units, allowing them to recover 1 hit point. To do so, simply move next to the damaged unit and select repair from the menu. Black Boats can also transport 2 units of foot soldiers at once. A map leading to the Black Boat Research Lab is in one of the cities to this map. Defend the cities. We can't allow the Allied nations to get their hands on the map. Understood? Now move out and please don't embarrass me. Understood. Operation Black Boat underway. So. Jetzt mal zumindest mal nichts Schlimmes passiert. Ich versenke jetzt erstmal dieses Boot. Zumindest wenn ich es schaffe. Das ist schon mal gut gelaufen. So. Artillerie habe ich da weggefiert.
Da will ich die nicht hinstellen. Zumindest hier hin, ja. So. Nachdem sie noch keine Gabel bereit hat, ist das ganz gut. Und solange ich auf der Ebene stehe, passt das auch. Mit Shake. Schiff möchte ich versenken, bevor sie es weiter repariert. Weil das Ding könnte sonst noch gefährlich werden. Es war jetzt mal wieder klar, dass das nicht ganz gereicht hat. Am liebsten würde ich sie jetzt einfach von der Stadt aus angreifen, aber sie hat nächste Runde eine Gabe. Deswegen mache ich das jetzt lieber mal nicht. Ich greife lieber von der Ebene aus an, und zwar möglichst von einer Ebene, die nicht an einer Stadt angrenzt. Und gut, irgendwann muss ich das mal anfangen zu capturen. Auch wenn die jetzt an eine Stadt angrenzt, irgendwie muss ich dann noch was wegkriegen. Sie setzt ihre Gabe nicht mal ein, das ist gut. Das wird trotzdem einen Haufen Schaden machen. Das ist jetzt nicht ganz so viel, aber trotzdem genug. Commander Rachel, we've secured a map to a research lab in one of the cities. Really? Let me see. Yes, this is a map leading to a lab where black boat research is taking place. Perfect. Now we can steal its design documents. Das läuft hier jetzt ähnlich wie in Advance Wars 2. Wir können nach und nach die Black Hole Technologien klauen. Oh, das hat jetzt nicht ganz gereicht. Schauen, dass ich diese Artillerie da noch irgendwie wegkriege, weil wenn die nächste Runde das schafft, von der Stadt aus anzugreifen, dann wird es echt böse. Hoffentlich reicht das. Sie wird höchstwahrscheinlich eine Spezialgabe aktivieren. Und weil ich jetzt schon so schön weit bin, werde ich jetzt mal kurz auf Rachel wechseln, damit sie ihre Gabe nochmal schneller auflädt. In der Hoffnung, dass ich dann noch eine Tech Power rauskriege. So, sie kommt jetzt erstmal mit High Society. Still putting up a fight? Unbelievable. Könnte jetzt sogar zu einem One-Hit werden. Ja, yep. Habe ich mir fast gedacht. Aber so füllt sich wenigstens der Power-Meter noch ein bisschen auf. So, jetzt ist Rachel dran.
die Mechanhalter kann ich leider nicht mehr so gut brauchen. Das Gute ist jetzt wirklich, dass ich gerade mit Rachel spiele und die Reparaturen jetzt schneller laufen. Diesen Angriff zu machen. Aber ich muss da irgendwo mal durch. Moment mal. Okay, ihre Gabe ist weit davon entfernt, voll aufgeladen zu sein. Könnte hinhauen, dass dann noch eine kommt. Ich würde sie zwar jetzt schon nicht mehr brauchen, aber was soll's. Schauen wir mal, vielleicht reicht's. Nö, hat nicht mehr gereicht. Okay, dann halt doch keine Tech Power heute. Eigentlich schade. Hätte ich sehr gern gezeigt. Losing you to your confed country folk is enough to give me a frown of lines. The time I spent in vacation must have dulled my killer instinct. Boah, do you use napalm for hairgale or something? Surrender now, you're done! If you insist, do you promise to interrogate me personally? What, are you totally insane? I'm your enemy, we just owned your army! It's a joke, darling. You've no sense of humor at all, do you? When we meet next, I'll be leading a proper army. You'd better do your homework. Oh yes, my name is Candy. Sweet enough for you. Nice laugh, Smog. Jake, stay away from that tart. These black holocausts just keep getting weirder and weirder. So, dafür haben wir jetzt allerdings eine Promotion. Congratulations, your core rank has gone up. You can now use special skills during battle. There are two simple ways to set which skills you want to use. Either tap skill or press the X button when you're in a select kill screen. Also, as you get stronger, you can learn more skills and even use up to 4 at once. If a core reaches rank 10, well, something good could happen. But you'll have to figure that out for yourself. Good luck, I'm rooting for you. Don't underestimate Orange Star Tactics. And don't underestimate our Kurs either. Das ist auch immer so eine Sache, wenn zwei Kurs am Schluss gewinnen, die auch eine Synergie miteinander haben, dann haben die auch gemeinsame Winning-Sprüche, die auch aufeinander abgestimmt sind.